Kollegen. Als Leiter des Bereichs Öffentlichkeitsarbeit und Presse darf ich Sie, die Medienvertreter aus aller Welt, ganz herzlich zur Pressekonferenz der Dr. NKCF Porsche AG hier auf der IAA in Frankfurt willkommen heißen. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, haben wir uns wieder für den Saal Harmonie hier im Kongresszentrum der Messe entschieden. Nach den turbulenten Monaten der jüngeren Vergangenheit ist das wohl heute kein Zufall. Nein, der Name ist Programm, aber dazu später noch ein ganz klein bisschen mehr. Da kommen schon die richtigen Signale, die ich brauche für meine drei wichtigen Hinweise. Als erstes würde ich Sie bitten, doch gerne die Handys auszuschalten, damit der Ablauf der Veranstaltung nicht gestört wird. Für unsere ausländischen Gäste der Hinweis, dass wir die Pressekonferenz ins Englische übersetzen, und zwar auf Kanal 2. Die Kopfhörer dafür haben Sie vorne im Foyer erhalten. Wer noch keine hat, wir haben noch vorne welche. Vorne im Foyer finden Sie sie. Und die Vertreter vom Hörfunk und die TV-Teams können die Tonsignale an den entsprechenden Stationen, das ist soweit jeweils hinter den Fahrzeugen und hinten im Regiebereich, abnehmen. Meine Damen und Herren, wir bei Porsche denken, dass es wieder an der Zeit ist, sich auf das zu fokussieren, was unser Unternehmen seit nunmehr 61 Jahren auszeichnet. Nämlich die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb faszinierender Sportwagen und sportlicher Premiumfahrzeuge. In der nächsten halben Stunde geht es also nicht um Optionen, Beteiligungsverhältnisse oder Verschmelzungsprozesse. Nein, heute soll es, wie wir finden, ausschließlich um das Automobil gehen. Und ich bin sicher, viele von Ihnen sehen das. Was unser Haus beim Heimspiel hier auf der IAA an neuen Modellen präsentiert und was wir in Zukunft vorhaben, wird Ihnen gleich im Anschluss unser neuer Vorstandsvorsitzender, Herr Michael Macht, in seiner Rede im Detail erläutern. Wolfgang Dürrheimer, Vorstand Forschung und Entwicklung, sowie Klaus Berning, Vorstand Vertrieb und Marketing, stehen Ihnen danach in der Fragerunde gerne Rede und Antwort. Ich möchte aber an dieser Stelle außerdem noch ganz wichtige Ehrengäste begrüßen. Zunächst einmal alle anwesenden Mitglieder der Familien Porsche und Piëch, die Aufsichtsratsvorsitzenden von Porsche und Volkswagen, Dr. Wolfgang Porsche und Dr. Ferdinand Piëch, alle anwesenden Aufsichtsratsmitglieder der Porsche Automobilholding SE und der Dr. NKCF Porsche AG, die Porsche-Vorstände Thomas Edig und Wolfgang Leimgruber, die Vorstandsmitglieder der Volkswagen AG, mit Professor Dr. Martin Winterkorn an der Spitze, die Vorstandsvorsitzenden und Präsidenten aller im Volkswagen-Konzern vertretenen Marken, die Konzernbetriebsratsvorsitzenden von Porsche, Volkswagen, Uwe Hück und Bernd Osterloh. Und ich hoffe, er ist eingetroffen, eigentlich muss man es ja sagen, der Hausherr, der Präsident des VDA, Matthias Wissmann. Und selbstverständlich möchte ich auch begrüßen meine Kollegen Stefan Grüsen und Eckhard Rotter, die, glaube ich, jetzt auch unter uns sind. Herrn Rotter habe ich auch gesehen, wir grüßen uns. So, meine Damen und Herren, genug der Vorrede. Das Wort hat jetzt der neue Vorstandsvorsitzende der Dr. NKCF Porsche AG, Michael Macht. Herr Macht, wenn ich Sie bitte dürfte. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, keine Frage. 2009 wird zweifellos als ein ganz außergewöhnliches Jahr in die Annalen von Porsche eingehen. In den vergangenen Monaten haben sich für unser Unternehmen weitreichende Veränderungen ergeben, die für die Porsche AG, wie wir heute wissen, nur von Vorteil sein werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Volkswagen, auch deshalb, weil sich uns unter dem Dach des integrierten Automobilkonzerns nicht nur neue hochinteressante Perspektiven, sondern auch zusätzliche nachhaltige Wachstumsmöglichkeiten eröffnen. Und ich bin überzeugt, mit seiner herausragenden technologischen Kompetenz, mit dem einzigartigen Mythos der Marke, wird Porsche vom ersten Tag einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass dieser neue Konzern erfolgreich sein wird. Zusammen mit den anderen neuen Marken wollen wir die Nummer 1 in der Welt werden. Diesem Ziel fühlen wir uns auch in Zuffenhausen verpflichtet. Meine Damen und Herren, die Porsche AG ist ein kerngesundes und zukunftsträchtiges Unternehmen mit einer starken, kostbaren Marke,
Wir verfügen heute über die attraktivste und leistungsfähigste Modellpalette in der Geschichte des Unternehmens und, das kann ich Ihnen versprechen, wir geben weiter Gas. Hier auf der IAA präsentieren wir Ihnen gleich 5 neue Fahrzeuge, die, wie wir finden, eindrucksvoll belegen, wozu Porsche heute fähig ist. Es sind 5 Fahrzeuge, die jedes für sich die Kernwerte des Unternehmens widerspiegeln, nämlich Innovation, Faszination und Tradition. Und wie es sich für Porsche gehört, extrem sportlich unterwegs sind. Aber meine Damen und Herren, bevor wir das Porsche Modellfeuerwerk zünden, möchte ich Ihnen, wie das auf der IAA bei uns gute Tradition ist, einen ersten Überblick über das Geschäftsjahr 2008-2009 geben, das, wie Sie wissen, ja am 31. Juli zu Ende gegangen ist. Porsche ist es bislang recht gut gelungen, die globale Finanz- und Wirtschaftskrise zu meistern. Gerade in diesen für uns schwierigen Zeiten zahlt es sich aus, dass wir auch in den guten Jahren unsere Hausaufgaben gemacht haben. Wir sind ein ganz konsequentes Kostenmanagement gefahren, haben unsere Fremdwährungsumsätze in zentralen Märkten wie den USA abgesichert, haben den Absatz in massenstarken neuen Märkten ausgebaut, verfügen weiter über eine niedrige Fertigungstiefe und optimieren kontinuierlich sämtliche Prozesse im Unternehmen. Das alles zusammen macht uns in diesen Zeiten widerstandsfähig und wir werden darin auch in Zukunft nicht nachlassen. Es muss immer unser Ziel sein, auch in solchen Wirtschaftsphasen eine Porsche-typische Rendite zu erwirtschaften. Trotzdem sind auch wir vom Absatz, Rückgang und Kurzarbeit nicht verschont geblieben. Auch uns blies der eisige Wind der Wirtschaftskrise kalt ins Gesicht, wie die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr auch zeigen. Mit 75.200 Fahrzeugen lag der Absatz im Berichtsjahr 24% unter dem Rekordwert, den Porsche im vergangenen Geschäftsjahr 2007 und 2008 erzielt hat. Im Vergleich dazu ging der Umsatz nur um 12% auf 6,6 Milliarden Euro zurück. Hier kam uns der verbesserte Produktmix zugute, während die Nachfrage nach den hochpreisigen Topmodellen der Baureihen 911 und Cayenne nur vergleichsweise moderat gesunken sind, war die Boxster und Cayman Baureihe auch bedingt durch den Modellwechsel im Februar 2009 am härtesten von dieser Absatzkrise betroffen. Porsche hat auf die negative Nachfrageentwicklung rechtzeitig mit der Anpassung der Produktion reagiert. Und so rollten im abgelaufenen Geschäftsjahr dann auch nur 76.700 Einheiten von unseren Vendern. Das sind 27% weniger als im Vorjahr. Aber damit, meine Damen und Herren, bewegt sich unsere Umsatzrendite, und das ist das Wesentliche, nach wie vor im zweistelligen Prozentbereich. Das bedeutet, im operativen Geschäft arbeiten wir hochprofitabel und das will in diesen schwierigen Zeiten schon etwas heißen. Und natürlich legt es die Messlatte hoch für die Rendite in den besseren Zeiten. Sollte der Konjunkturmotor wieder anspringen, sind wir jedenfalls optimal vorbereitet. Porsche wird dann zu den ersten Herstellern gehören, die kräftig durchstarten können. Und vielleicht ist das ja schon bald der Fall. In letzter Zeit mehren sich auch bei uns die Hinweise darauf, dass die konjunkturelle Talsohle bereits durchschritten sein könnte. Auch wenn die nächsten Monate sicherlich noch schwierig bleiben dürften, sind wir bei Porsche jedenfalls für das Kalenderjahr 2010 optimistisch. In den zurückliegenden Krisenmonaten, meine Damen und Herren, konnten wir sogar unsere Marktanteile ausbauen, denn unsere direkten Wettbewerber waren vom Nachfrageeinbruch meist stärker betroffen als wir. Den Verdrängungswettbewerb, der derzeit auf den insgesamt schrumpfenden Märkten stattfindet, konnten wir deshalb in der Regel zu unseren Gunsten entscheiden. Allein beim 911 haben wir im letzten Quartal in unseren Hauptmärkten um insgesamt 7% auf 35% zugelegt. Ein Ergebnis, auf das wir sehr stolz sind, zeigt es doch, dass wir mit unseren sportlichen Premium-Fahrzeugen auf dem richtigen Weg sind. Allerdings fiel die Entwicklung in den einzelnen Marktregionen sehr unterschiedlich aus. Während wir in China sowie im Mittleren Osten weiterhin sehr erfolgreich unterwegs waren, machte sich die Wirtschaftskrise auf dem nordamerikanischen Markt deutlich bemerkbar. In Europa konnten wir nicht zuletzt vom Markterfolg
des neuen Cayenne Diesel profitieren. Von diesem Modell haben wir seit seiner Einführung im Februar 2009 bereits über 5000 Exemplare verkauft. In Deutschland erreichte die Marke Porsche im Monat Juli in der Segmentgruppe Sportwagen einen Marktanteil von knapp 38%. Dabei erzielte die Modelle der Baureihe 911 die höchste Anzahl an Neuzulassungen in diesem Segment. Und ähnlich positiv sind auch die Zahlen beim Cayenne. Und auch bei den Auftragseingängen sind wir auf unserem Heimatmarkt ebenfalls sehr gut unterwegs. Sie lagen in den ersten 6 Monaten dieses Kalenderjahres 12% über dem Vorjahr. Meine Damen und Herren, in den zurückliegenden Monaten haben wir bei Porsche hart daran gearbeitet, unsere Produktpalette weiterzuentwickeln und auszubauen. Das Ergebnis können Sie heute auf unserem Messestand sehen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals auf einer IAA so viele Neuheiten wie in diesem Jahr vorgestellt haben. Lassen Sie mich mit der Sportwagen-Ikone beginnen, die wie kein anderes Modell die Kernwerte unserer traditionsreichen Marke repräsentiert, mit dem neuen 911 Turbo. Dieser reinrassige, aber zugleich alltagstaugliche Sportwagen vereint technisch wie emotional sämtliche Attribute, die einen echten Porsche ausmachen. Der 911 ist der Innovationsträger aller Porsche Sportwagen. Seit 35 Jahren sind wir mit diesem Auto erfolgreich im Markt. Und von diesem Modell haben wir seitdem weltweit, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, fast 80.000 Einheiten verkauft. Und das jüngste Modell feiert hier in Frankfurt seine Weltpremiere. Noch mehr Alltagstauglichkeit bietet unsere 4. Baureihe, der neuen Panamera. Und obwohl die Fahrzeuge erst seit 3 Tagen bei unseren Händlern stehen, liegen uns bereits 4.500 Aufträge für dieses Modell vor, meist Blindbestellungen. Die Testfahrten für die Kunden haben gerade erst begonnen. Der Verkauf läuft also sehr vielversprechend. Dieser viertürige Gran Turismo ist ohne Zweifel genau das Richtige auf der richtigen Zeit. Eine luxuriöse Reiselimousine mit großzügigem Raumangebot für 4 Erwachsene und zugleich eben ein echter Sportwagen, der durch seine überragende Leistung und Fahrdynamik überzeugt. Darüber hinaus kann er mit Verbrauchswerten punkten, die in seiner Leistungsklasse vorbildlich sind. Mit dieser Modellreihe werden wir unseren Kundenstand beträchtlich ausweiten und unseren Absatz neue Impulse geben. Wir gehen davon aus, dass wir von Panamera schon im ersten Geschäftsjahr rund 20.000 Fahrzeuge verkaufen können. Auf die ursprüngliche Heimat unseres Hauses, den Rennsport, verweist die 3. Neuvorstellung hier in Frankfurt, der 911 GT3 RS, ein faszinierender Sportwagen, der sowohl für die Rennstrecke als auch für die öffentliche Straße taugt. In einer Kompromisslosigkeit wird er nur noch von dem neuen 911 GT3 Cup übertroffen, der auf der diesjährigen IAA ebenfalls seine Weltpremiere feiert. Dieser Hightech-Bolide ist für die Nordschleife des Nürburgrings wie geschaffen. Mit ihm können wir unser bestehendes Kundensportprogramm noch attraktiver gestalten. Und meine Damen und Herren, wer mich kennt, der weiß ja, dass mein Herz für den Motorsport schlägt. Und deshalb bin ich auch absolut sicher, dass dieser Sportwagen nicht nur wirtschaftlich ein Erfolg sein wird, sondern auch zahlreiche Siege auf der Rennstrecke einfahren wird. Ja, und dann haben wir noch eine Überraschung für besondere Porsche-Enthusiasten, den 911 Sport Classic. Dabei handelt es sich um ein auf 250 Exemplare limitiertes Sondermodell, das von Porsche Exclusive auf Basis des Carrera S mit Hinterradantrieb angefertigt wird. Seine auffälligsten äußeren Merkmale sind das neu entwickelte Doppelkuppeldach und ein feststehender Heckspoiler, der Erinnerungen an den legendären Endenwürzel von Carrera 2,7 RS des Modelljahres 1973 weckt. Bereits heute wage ich die Prognose, der 911 Sport Classic wird ein heiß begehrtes Sammlerstück werden und im Januar 2010 wieder an den Start. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit unseren attraktiven Neuheiten die bestehende Modellpalette von Porsche optimal ergänzen. Und ich denke, auch Ferry Porsche, dessen Geburtstag sich in 4 Tagen zum 100. Mal jährt, wäre von unserem aktuellen Fahrzeugangebot begeistert. Ich lade Sie herzlich ein, gleich im Anschluss an diese Pressekonferenz unseren Stand in Halle 5 zu besuchen, um unsere 5
Premierenmodelle zu begutachten. Dort finden Sie auch den Hybrid-Prototyp für unseren sportlichen Geländewagen. Mit dem Cayenne Hybrid wollen wir ab dem nächsten Jahr nicht nur unsere Modellpalette um eine weitere interessante Variante erweitern, sondern auch in Bezug auf die Reduzierung von Kraftstoff sowie die Verminderung von CO2-Emissionen einen großen Sprung nach vorne machen. Übrigens auch für den Panamera haben wir einen Hybriden vorgesehen. Der Hybrid ist für unser Unternehmen nichts Neues, denn vor genau 109 Jahren hat Professor Ferdinand Porsche das erste funktionsfähige Fahrzeug mit Hybridantrieb konstruiert. Und Porsche ist damit, das kann man wohl mit Fug und Recht behaupten, der Pionier in der Hybrid-Technologie gewesen. Und meine Damen und Herren, ich bin sicher, Porsche wird eines Tages auch einen Elektrosportwagen im Angebot haben. Dieser Trend ist nicht mehr aufzuhalten und auch unsere Ingenieure arbeiten intensiv an diesem Thema. Aber alles, was wir bisher auf diesem Gebiet kennen, genügt noch nicht unseren Ansprüchen, vor allem was die Themen Batterietechnik und Ladezyklen anbelangt. Ein Elektrosportwagen macht für Porsche erst dann Sinn, wenn er ähnliche Fahrleistungen und die Reichweite heutiger Sportwagen bietet. Wir machen den ersten Schritt mit dem Vollhybrid in Cayenne, in Panamera und vielleicht eines nicht allzu fernen Tages auch in einem Rennwagen oder einem See. Warum nicht? Meine Damen und Herren, Sie sehen, Porsche ist bestens gerüstet für die Zukunft. Wir haben alle Chancen und die werden wir auch nutzen. Lassen Sie sich von Porsche weiterhin überraschen. Vielen Dank, Herr Macht. So, meine Damen und Herren, jetzt freuen wir uns auf Ihre Fragen. Warten Sie aber bitte noch so lange, bis eine der Hostessen zu Ihnen gekommen ist und Ihnen das Mikrofon reicht. Dann verstehen wir die Fragen, die auf dem Podium auch besser. Und der Dolmetscher hat es dann auch nicht ganz so schwer. Die Dame hier vorne in der ersten Reihe. Ladies first. Das ist sehr freundlich. Funktioniert es doch. Mein Name ist Koborowski, Frankfurter Rundschau. Herr Macht, welche gemeinsamen Projekte mit VW sind denn jetzt nach der angewagten Ehe angedacht? Wird es einen kleinen Cayenne geben? Und inwieweit wird Porsche in den modularen Querbaukasten von VW integriert? Danke. Die industrielle Logik dieses integrierten Automobilkonzerns spricht ja für sich und selbstverständlich werden wir die Möglichkeiten nutzen, um gemeinsam in der Zukunft über neue Modelle zu sprechen. Aber wie Sie wissen, sprechen wir natürlich auf solchen Pressekonferenzen nicht von den Modellen, die wir in der Zukunft gemeinsam machen werden oder wollen, oder auch das, was Porsche im Produktportfolio noch in der Zukunft haben wird. Bitte haben Sie dafür Verständnis. Vielleicht nur so viel, wenn wir neue Produktsegmente angehen, dann sind es natürlich immer Segmente, in denen Porsche eine ordentliche Rendite erwirtschaftet. Das sind dann Segmente, in denen wir exklusiv unterwegs sein können und vor allem natürlich auch sportlich. Und diese drei Kriterien erfüllt sind, können wir über alles in der Zukunft nachdenken. In der Baukasten? Also, können wir noch einmal das Mikrofon zu Hause von auf Sie hin? Es gibt noch eine Nachfrage. Also die eher technische Frage mit der Baukastenintegration. Ja, also wir arbeiten seit über zehn Jahren jetzt sehr erfolgreich mit Volkswagen zusammen, mit der Colorado-Plattform, wie Sie das ja wissen, auf der Cayenne, der Touareg und der Q7 integriert sind, gibt es natürlich heute vielfältige Bauteile und Module, die wir austauschen, wo wir zum Teil die Entwicklungsführerschaft haben. Wir können uns auch in Zukunft vorstellen, dass das andere Plattformen geben wird, wo wir ganz ähnlich miteinander zusammenarbeiten. Aber welche Plattformen das sind, das ist noch nicht entschieden. Und da möchte ich zum heutigen Zeitpunkt auch keine Aussage machen, wenn Sie da nicht falsch verstehen. Gibt es weitere Fragen? Jawohl, da hinten links. Jawohl. Kunz von Baum. Es ist so, Sie sind jetzt mit VW zusammen und ich würde Ihnen empfehlen, was die Werbung anbelangt, sich an
Audi zu halten. Weil Audi hat es verstanden, von der grauen Maus zum bekanntesten, beliebtesten Auto in China zu werden. Die meisten Leute, die sagen, Mercedes oder BMW, stimmt nicht. Behörden dürfen gar kein anderes Auto kaufen als Audi. Und wenn ich in Peking, Shanghai oder egal in welcher Stadt ich in China bin, Porsche kennen die Leute gar nicht, die Massen nicht. Aber Audi kennen sie. Und wenn sie sich ein Stückchen von diesem Kuchen an Werbung abschneiden würden, dann leben sie ganz, ganz weit vorne. Weil da steht Qualität und Kundenzuweisung. Ja, vielen Dank für diesen freundlichen Hinweis. Ich kann nur so viel sagen, wir sind in China auch außerordentlich erfolgreich. Ist einer der größten Wachstumsmärkte für Porsche. Übrigens auch ein Markt, der gerade eben wieder richtig anzieht und uns Freude macht. Wir haben alleine im August weit über 1000 Fahrzeuge in China verkauft. Das macht uns Freude. Wir arbeiten natürlich weiterhin hart daran, unseren Bekanntheitsgrad und die Attraktivität eben auch in solchen neuen Emerging Markets zu verbessern. So, meine Damen und Herren, die Zeit drängt auch ein bisschen. Gibt es noch eine abschließende Frage? Wenn ich jetzt mal in die Zone gucke, das ist nicht mehr der Fall. Dann darf ich mich bedanken, Sie auch noch mal ganz herzlich einladen auf unseren Stand in Halle 5. Und wie Sie es gewohnt sind bei uns, möchten wir mit einem emotionalen Film nochmal aufhören, um Sie einzustimmen auf den Pressetag. Nehmen Sie die Dynamik dieses Films mit. Ich glaube, er gibt einen Sprung für den ersten Pressetag. In diesem Sinne, vielen Dank und ich darf die Regie bitten, den Film abzufangen.